Wie viel Lebenszeit verbringen wir wirklich am PC? Und wie viel davon verschwenden wir eigentlich? Um das herauszufinden, schauen wir uns in diesem Video an, wie wir unsere Bildschirmzeit unter Windows tracken können. Mein Name ist Patrick und ich arbeite daran, monotone, wiederkehrende Aufgaben in deinem Büroalltag zu automatisieren. Wenn du also wissen möchtest, wie du keine Zeit mehr verschwendest, dann abonniere doch diesen Kanal. Um herauszufinden, wie viel Zeit wir in unserem Computer verbringen, müssen wir zunächst ein Programm herunterladen. Windows selbst bietet die Funktion nämlich leider nicht an. Klicke dazu einfach auf den Link in meiner Videobeschreibung und lade dir das Programm von GitHub herunter. Das Programm ist kostenlos und komplett Open Source, sodass du dir keine Gedanken über Geld oder Datenschutz machen musst. Hast du das getan, installierst du das Programm und startest deinen PC einmal neu. Auf eurem Desktop findet ihr nun ein Icon, sodass ihr das Programm einmal starten könnt. Hier oben wird eine Übersicht über die letzten Tage angezeigt und hier unten findet ihr eine Aufschlüsselung über eure genutzten Programme. Sobald du ein paar Daten gesammelt hast, kannst du sie bestimmten Kategorien zuordnen. Das machst du, indem du hier rechts auf diese drei Punkte gehst und auf Set App Tag drückst. Dann kannst du hier aus einer vorgefertigten Liste auswählen und kannst zum Beispiel sagen, dass es hier Arbeit war. Einmal auf Apply drücken und schon sehen wir, dass ich heute schon über 5 Stunden gearbeitet habe. Ganz wichtig, das Programm zeichnet erst ab der Installation auf. Lass das Programm also von nun an laufen, um später herauszufinden, wie du deine Zeit am Computer verbringst. Damit das auch ordentlich funktioniert, müssen wir aber unbedingt noch ein paar Einstellungen vornehmen. Bleib also dran, wir gehen sie gemeinsam durch. Wir klicken dazu hier einmal unten auf dieses Häkchen und kommen in die Einstellungen. Ganz wichtig ist, dass ihr hier diesen Toggle-Switch auf On macht, denn sonst kann das Programm nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden. Genauso sollte der Switch hier unten an sein, damit ihr das Programm nicht aus Versehen schließt. Auch sehr, sehr relevant sind hier unten die beiden Felder. Hier könnt ihr nämlich einmal einstellen, welche Programme ihr exkludieren wollt, die also nicht mit in der Übersicht angezeigt werden sollen. Und hier unten, eine sehr coole Funktion, könnt ihr ein Zeitlimit für eure Programme einstellen. Ihr kriegt dann also eine Benachrichtigung, wenn ihr eine App hinzugefügt habt und ihr über dieses Limit kommt. Das könnt ihr euch so ein bisschen wie im Handy vorstellen, dass da eine Meldung kommt, hey, ihr habt schon genug Zeit auf dieser App verbracht. Bei den darunter folgenden Display-Einstellungen solltest du unbedingt eine Minimumzeit einstellen, dass nicht jedes Programm angezeigt wird, was du nur mal kurz geöffnet hattest. Hier empfehle ich zum Beispiel 5 Minuten einzustellen. Auch sollte dieser Toggle hier aktiviert sein, sodass eure Daten automatisch aktualisiert werden. Hier würde ich ein Intervall von 600 Sekunden vorschlagen, weil das Programm sonst so viele Ressourcen verbraucht. Noch weiter unten kannst du deine Daten wieder löschen, wenn du das möchtest. Der Fokusassistent ist ein Thema für ein anderes Video, abonniere also diesen Kanal, um das Video nicht zu verpassen. Mit diesem Programm kannst du deine Zeit am Computer nun endlich tracken und du weißt, wo du deine Zeit verschwendest und kannst so deinen Tag besser strukturieren. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie du das Design deiner Taskleiste anpassen willst, dann klick doch hier auf dieses Video.